leben momentan zwei. Dreimal dürft ihr raten, was im nächsten Cut passiert. Ich zeige euch noch kurz die Uhrzeit. 6.40 Uhr. Vielleicht habt ihr manche schon erraten. Bevor ich aber schlafen gehe, ich will euch noch eine Sache zeigen. Wakey, wakey! Get up out of bed! Krass, oder? Oh, der Zoom. Verdammt. Danke, Marc, für das geile T-Shirt. Er hat es mir nicht mal geschenkt, ich muss es einfach klauen. Leute, wir haben nicht viel Zeit. 13.05 Uhr. Wir müssen jetzt sofort auf die Autobahn. Es geht heute los. Und zwar fahren wir heute... Scheiß drauf, Digga! Wohin fahren wir, Digga? Wir fahren zu Marc. Digga, wie laut trinkst du? Oh. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht Gold oder Silber kaufen. Ich habe die krassesten Deals. Und warum kaufen die Leute nicht? Ey, Marc, das war falsch. Leute, bitte merkt euch noch eins. Es gibt morgens nichts Besseres. Das Haus zu verlassen und diese Aussicht zu haben, was ist das? Was machst du noch hier? Ihr wisst nicht, wie groß das ist. Nur als Relation. Ich bin 1,87. Hä? Warum besitzt man sowas? Doc, bitte pack deine Sachen, der Typ dreht durch. Wieso? Okay, wer fehlt noch? Wer fehlt noch in meinen Vlogs? Abend. Ach, du bist da unten? Ja, klar. Du hast keinen Espresso zu Hause? Was ist los mit dir, Mann? Hamid, ich habe eine Frage. Erzähl. Könntest du mir helfen mit der Bewertung von etwas? Ja. Wir gehen los. Okay. 911er Tee, das ist schon mal sehr gut. Boah, was für eine geile Farbe. Fuck, und innen schön die Karo-Sitze. Hamid, ich meinte den Roller. Oh, nein, nicht dein Ernst. Dreh zu. Der ist auch noch ein Elektro, oder? Ja, ist das ein Problem? Ey, komm, da kann ich dir nicht helfen, Alter, da hol ich auch. Lenker Richtung Scheißhaufen. Ich würde übel gern lange drüber reden, was heute jetzt passiert, wo ich hin muss. 7.18 Uhr, 7.19 Uhr, ich muss los nach Hamburg. Boarding, 8.10 Uhr. Let's go. Ich bin angekommen. Hamburg, meine Heimat. Bin ich eigentlich nur für eine Unterschrift jetzt hierher gekommen? Ja. Eine Unterschrift. Aber es lohnt sich. Auf jeden Fall. Cool. Ich war gerade 2 Stunden in diesem Notariat. Ist es richtig? Ich glaube Notariat. Hab mir alles angehört. Und wer war natürlich nicht da? Wie findest du das Emoticon? Das ist nicht das erste Mal, dass Max und ich was einfach in den Sand setzen werden. Oh, stimmt. Warte. Ey, der Depp war schon wieder clean wie beim letzten Mal. Das war jetzt doch gesehen. Voll kleine Hände. Ich hab's geschafft. Ich bin wieder in Stuttgart. Und es gibt nichts Besseres, als nach Hause kommen nach so einem Tag. Hallo? Ungelogen. Mein ganzer Tag bestand nur aus Sitzen. Aber morgen ist es soweit. Onkel Paul kommt nach Stuttgart. Was? Jetzt ist es soweit. Das ist mein Outfit. Und das ist mein Beifahrer. Hi. Die Sonne scheint, Handy klingelt, Sigi ruft an. Ich bin high, Bruder, lass mal ein bisschen rumfahren. Ja, okay, ich steig hier aus, Russ. Wir sind noch nicht 1 Meter gefahren. Aber ist okay. Paul? Kurzes Recap zum Sido-Konzert. Ich glaube, ich spreche für alle, die bei dem Konzert da waren. Ich habe nochmal nachgefragt. Er hat über 35 Lieder gespielt. Nicht nur, dass du die Luft dafür brauchst. Du musst dich ja auch an alle Lyrics erinnern können. Und wir alle kennen Paul. Der ist Kiffer. Also Paul, falls du das sehen solltest, du hast meinen Respekt, Mann. Ey, einer der besten Live-Künstler in Deutschland. Und ich wünschte, wir könnten in diesem Vlog mal kurz Luft holen. Nein, ich mein's wirklich ernst. Aber, Sekunde. Ich muss jetzt schon wieder nach Köln. Koffer, Tasche, Stativ, Zündung. Oh, nee. Music, so loud. Drehtag von den Allerjüdsten und ich dachte, ich nehme euch mal mit. Oh, ey. Bro, ey, Jungs. Eigentlich haben diesen Song hier alle verdient. Wird's schwer? Nee, super einfach. Heute ist easy, heute ist richtig easy. Ganz einfach. Ich bin jetzt durch. Und was soll ich euch sagen? Ich glaube, ich war leider nicht immer der Schlauste. Verdammt. Wir hatten heute für die Allerjüdsten ein neues Konzept. Und zwar
war jeder Einzelne... Das geht aus dem aktuellen Glück an. Sorry. Und zwar war jeder Einzelne für seine Aufgaben. Dafür sind wir bei dem zweiten Dreh heute Abend. Mit allen zusammen. Großartig, Hammer. Was? Oh, wie seht ihr alle aus? Das ist ja geistesgestört. Hey Doc, du hast deine Kamera vergessen. Doc, du hast deine Kamera vergessen. Ey, du Idiot! Leute, es gibt nichts Geileres, als nach so einem Drehtag nach Hause zu fahren und einen Live-Podcast noch haben zu dürfen. So sieht es aus, wenn du mit Tim Gabel Auto fährst. Bro, ich habe keinen Sitz mehr, du hast ein fucking Bett. Ist es ein Placement für Emma-Matratzen? Tatsächlich, also so eine gute Matratze. Ich schlafe auf einer Emma-Matratze. Ich habe auch eine übrig, wenn jemand eine will. Leute, ihr habt's gehört, falls jemand noch eine Emma-Matratze will, einfach bei Tim melden. Ich glaube, mehr unterwegs kann man in dem Vlog nicht sein. Das Beste ist, ich habe euch nicht mal überall hier mitgenommen. Ich bin zwischenzeitlich noch nach Barcelona geflogen, bin von dort aus nach Montpellier gefahren, um von dort aus nach Andorra zu fahren, um dann wieder zurück nach Barcelona zu fahren und dann wieder nach Hause zu fliegen. Das Ganze ist für eine Produktion, die im Januar rauskommt. Ich habe ja Bock drauf, das ist eine Serie. Ich mache 6 Jobs in 6 Ländern, aber ich glaube, der Vlog darf hier ein Ende finden. Und für das Ende darf eine Person nicht fehlen. Du Ratte! Du nichtsnutzige, faule, privilegierte Ratte! Und jetzt sag ich dir noch eine Sache. Wenn du mich nochmal hier zu so einem Teilhustler-Business-Termin runterrufst, während ich gerade oben meine Bratkartoffel am Durchzwirbel bin, gell? Dann sag ich dir eine Sache, dann gibt's Stress. Digga, wie siehst du aus? Max, 2 Gulaschsuppen für dich? Ja. Die lasse ich mir jetzt schmecken.